Noch kann sein Schloss meinen Angriffen widerstehen, aber nicht mehr lang. Dann werden meine gut ausgebildeten Armeen meinen Gegner in die Knie zwingen. Und damit herzlich willkommen zurück zum sechsten Teil der siebten Mission von Die Siedler 7. Jo, und damit würde ich sagen, gehen wir wieder raus aus dem Pause-Modus. Zeigen wir mal Mina, wo eine Hake hängt. So, wollen wir jetzt nicht ganz so schnell machen, gehen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn hier? Hier können wir aktuell auf jeden Fall noch was machen. Kampfstärke liegt bei 99, das ist doch schon mal 0. Ach, hier. Witzig. So, und da brauchen wir noch einen Fischer, weil nichts bringt besser Nahrung als ein Fischer. Beute! Kriegsbeute ist ordentlich, ein paar Schwerter, das ist doch super. Yeah. So, wir versuchen jetzt mal das hier aufs Maximum zu schrauben. Dann schauen wir mal, was passiert. Raus, daraus. So, wir sagen mal, Gold kann. Hintereisen kommen. Mit der geschmolzenen Eisen vor allen Dingen. Schwerter. So, dann schauen wir uns mal gleich an. Dieses Gebäude hier, hä? Na denn. Wenn er das unbedingt will, wenn sein Wunsch ist, mit mir Stress zu haben, dann kann er das haben. Ja, hat er Stress. So, dann können wir das doch so machen. Gucken wir mal diesmal, ob wir die Maximaleinlagerung hier schaffen. Wir sind bei 41. So, das ist ja das Gebäude des Gegners, das ist meine. So. Haben keine Waffen eingelagert, ist doch schon mal super. So, wir haben mehr Holz, was transportiert wird, das ist auch toll. Mehr Holz einlagern finde ich auch gut. Steine sollten wir auch genug haben. Gold muss noch eingelagert werden. Und Waffen werden jetzt vorrangig transportiert. Damit die Armee wächst. Wir suchen können 42. Ein Pärchen ist vorgeschickt. So, dann müssen wir so warten, bis sie mehr für euch eingeliefert wird. Und was ich mir jetzt angucken sollte, ist. Ich habe ihm ein Gebäude weggenommen, wenn er Platz wegnimmt. Ähnlich wie mein Gebäude. So. Kann fast gar nicht glauben, dass ich hier in Level 7 bin. Irgendwie scheint mir das leichter zu sein als die anderen, aber gut. So, das wächst alles. Ich wollte aber eigentlich was anderes gucken. Ich will mir anschauen. Ja. Aber aktuell an Schmieden. Ach, auch das kann ich mir nicht.
Anzahl der Schmieden 3. 2. Anzahl der Schmelzen 3. Ja. Ich würde sagen, fühlt sich schon irgendwie so, als ob es die Waage hält, aber. Schmelze, die wir bauen, dann können wir hier nämlich noch eine Schmiede bauen. Was passiert, wenn wir hier versuchen? 45 sind wir schon und 130, das passt mir ganz gut. Ja, das. Aha. So, dann lagern wir jetzt das Gold woanders ein, oder was? Okay. Hauptsache wir lagern, was auch immer das soll. Das Gold jetzt auch mal umlagern. Ist keine Ahnung, aber gut, muss ich jetzt auch nicht verstehen. So. Na gut, wir versuchen mal unseren Gegner. Was? Nein! Ja. Kampfkraft. Okay, dann warte ich jetzt bis.
mittlerweile bei 50 Leuten, 51 Mars geht auch ab. Ja, die Kampfkraft steigt, sichtbar. Vielleicht kann das Gold wieder einlagern. Wild. Genug schmelzen, drei Stück, das muss reichen. Das ist gut. Eine Schmiede ist hier unten noch mittlerweile fertig. Na gut, du hast es ja nicht anders geholt. Dann greife ich dich halt an. So, dann warten wir doch mal wieder ein bisschen. Ja, ist alles Kanonenfutter, Quatsch, das ging natürlich nicht. Weil ich selber noch mehr generiere. Nochmal und dann muss das reichen. Einmal sichern, das ist mir zu blöd, wenn das zwischendurch immer so ruckelt. Ansonsten wird es hier natürlich schön muckelig. Also wir haben mittlerweile fast 60 Leute hier drin. Das klappt hier so nach und nach. Das passt mir doch sehr gut. So, wenn wir uns das hier angucken, haben wir jetzt hier mittlerweile. Ah! Hier, ja, hallo. 20, 25 plus 11 macht 36. Macht, ah ja, das macht 40. Bei über 5, über 60 Leute. Ne, bei genau 60, na gut. Thank you.
fertig gebaut. Tier auch schon besetzt. Jetzt gucke ich mir auf. Aber es werden doch immer mehr eben. So, wir lassen das jetzt. Jetzt nochmal. Jetzt noch ein bisschen Verwehr machen. Okay. Lasst uns die Zahlen beim Wachsen zu gucken. Auch schön. Zwei Schmelzen. So. Mittlerweile 70 Leute. Fährt mir wieder auf langsam. Genau, ob das hätte ich mir gedacht. So, wir haben mittlerweile 72, ganz gut. Also mittlerweile 7 auf der Stufe. Das Gebäude habe ich auch gewonnen. Ja. So. Entschuldigung. Ja, schön. Da oben haben wir auch gleich die nächste Schmiede fertig. Sehr schön. So, und dann gucken wir uns mal die Anzahl der eingelagerten Soldaten an. 83, meine Güte. Wenn ja immer mehr, wir bauen hier echt alles auf, um den letzten finalen Schlag durchführen zu können.
Also das reicht ja schon. Ich gehe jetzt mal runter auf. So. Ja. Bin angriff. Hallo. Jetzt setzen wir das wieder auf Maximum und dann kann er schön zwei hier wieder Leute umwandeln. So, und ich sag mal, mit der Frage, ob ich es jetzt schaffe oder nicht, müssen wir uns noch beim nächsten Mal beschäftigen. Aber ich denke, das sieht gut aus. Das heißt, ich sag mal wieder, danke, dass ihr mir bis hierhin beim Siedeln zugeschaut habt. Und euch viel Spaß beim selber Siedeln. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, viel Erfolg wünsche ich euer. Haha. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gesiedelt habt. Ein weiteres Video findet ihr oben links. Meinen Kanal abonniert ihr oben rechts. Neueste Trailer und Soundtracks findet ihr auf dem Kanal von Trailer Kommando. Den Link dazu unten rechts. Und unten links findet ihr meine Shorts-Playlist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin viel Spaß beim Selbersiedeln. Wünscht euch euer Aha.